Warum hast du dich für die FH Kufstein Tirol entschieden? Also bevor ich hier zum Studieren angefangen habe, war ich auf der Fachoberschule in Holzkirchen und habe da eben mein Abitur im Bereich Wirtschaft gemacht. Und ja, das hat sich dann eigentlich so herausgestellt, dass es mir sehr viel Spaß macht und dass ich unbedingt auch im Bereich Wirtschaft studieren möchte. Und bin dann eigentlich so ein bisschen durch die Internetrecherche auf die FH Kufstein gekommen. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich möchte jetzt nicht unbedingt so weit wegziehen, so Bereich München, Rosenheim, wo ich auch wohne. Auch auf Basis vom Curriculum, von Unternehmensführung, da haben mir insbesondere ja, spezielle Fächer sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, probierst es doch einfach mal, ich bewerbe mich mal. Und ja, es hat dann auch funktioniert und Bewerbungsverfahren war auch sehr positiv und dann wurde ich auch relativ zeitnah auch angenommen. Für welche Themenbereiche interessierst du dich am meisten? Ich habe mich eigentlich schon immer für den Bereich Personal interessiert. Jetzt auch im Studium hat sich das nochmal herauskristallisiert. Wir haben ein paar Fächer im Bereich Personalmanagement, zum Beispiel gerade das Fach Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben wir uns eben für den Themenbereich Mobbing interessiert und dürfen wir da eigentlich selber so ein bisschen das Ganze gestalten, das Drehbuch auch schreiben eben und dürfen dann eben auch so ein bisschen gucken, okay, was hat denn die Person, die gemobbt wird, eben jetzt für Probleme im Unternehmen und dürfen eben dann darauf basierend auch so Lösungsansätze gestalten. Und da ist es nämlich auch ganz toll, dass man eben die Theorie, die man jetzt in dem Fach lernt, dann eben in die Praxis mitnehmen kann. Das ist super interessant und dabei lernt man natürlich auch sehr viel. Wir haben neben jetzt Personalgeschichten zum Beispiel auch das Fach International Cross-Cultural Management jetzt im vierten Semester gehabt, was auch super interessant ist. Da hat man einfach so ein bisschen gelernt, ja, was sind denn so die interkulturellen Besonderheiten, wenn man jetzt als Unternehmer oder als Mitarbeiter im Ausland unterwegs ist. Der Lektor hat uns da eigentlich auch sehr viel Persönliches mitgegeben, einfach für unsere persönliche und berufliche Entwicklung. Und ja, ich denke, so den Bereich Personal werde ich auch für meine berufliche Zukunft in Anspruch nehmen und vielleicht auch so ein bisschen auf interkultureller Basis.